Die Talkshow Hart aber Fair hat Aftmann Uwe Jung eingeladen. Etliche Zuschauer zeigen sich entsetzt über Frank Plassbergs Umgang mit ihm. Außerdem sorgt ein Nazi-Symbol für Diskussionen in Update von 3. Juli 2019, 20.11 Uhr. In der Sendung Hart aber Fair ging es ordentlich zur Sache. Nach der Sendung diskutierten die Zuschauer im Netz, der Vorwurf Fehler, der Aft sei zu viel Sendezeit eingeräumt worden. Doch noch ein Ärgernis bahnte sich für das WDR und Moderator Frank Plassberg an. Einige Zuschauer hatten bei der Sendung ganz genau hingeschaut und im Publikum einen Mann entdeckt, der der Kamera gleich zweimal ein eindeutiges Zeichen mit seinen Fingern präsentierte. Drei ausgestreckte Finger für ein W, dazu ein P aus Daumen und Zeigefinger, das Symbol. Für Fiete Bauer, der Vorherrschaft der weißen Rasse. Christrich Massenmörder brennt und der Rhein zeigte dieses Symbol beispielsweise vor Gericht, er hatte in zwei Moscheen 51 Menschen erschossen. Der fragliche Publikumsgast wurde rasch ausfindig gemacht und gab sich überrascht und entsetzt. Er erklärte dem WDR auf Nachfrage, dass er das Symbol zwar bewusst gezeigt hätte, er aber keine rassistischen oder nationalsozialistischen Botschaften damit senden habe wollen. Er habe sich lediglich mit einem Freund verabredet, mit dem er das sogenannte Kreis- und Bohnenspiel spiele. Schaue einer in den Kreis des anderen, bekomme diese eine Nackenschelle. Mit diesem Freund habe er verabredet, dass er das Zeichen machen wolle, sollte er im Fernsehen gezeigt werden. Hart aber fair, ARD. Kritik an Frank Plassberg, Update von 3. Juli 2019, 17.18 Uhr. Oh je, jetzt bekommt es der ansonsten als sehr kompetent und beliebt geltende ARD-Talker Frank Plassberg auch von anderer, für ihn vielleicht sogar gewichtigeren, Stelle ab. Punkt nach dem Zuschauer. Wir Twitter Plassberg bereits vorgehalten hatten, Aftmann Jung nicht kritisch genug hinterfragt zu haben, so schlugen seine Chefs in dieselbe Kerbe, Jung sei von Plassberg nicht aggressiv genug angegangen worden, hieß es. Am Dienstag aus der Runde der ARD-Chefredakteure nach Bildinformationen. Laut dem Blatt erhielt Jung tatsächlich vor 2,4 Millionen Zuschauern von den 75 Minuten die meiste Redezeit. Kritisch sah auch Sendungsgast und Grünen-Politikerin Irene Mihalik den Auftritt. Es ist sehr viel Sendezeit.
für Fragen an Herrn Junge verwandt worden. Ich glaube aber, dass Sie zur eigentlichen Frage, wie wir den Rechtsextremismus erfolgreich bekämpfen können, nichts beitragen konnte. Überraschend deutlich sprach. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Junges Einstiegentritt. Er sei ein Beispiel dafür, wie mit Sprache der Boden für Extremisten bereitet werden kann. Über die Plasberg-Sendung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es gelungen ist, dies zu entlarven. Man hat dagegen eine zusätzliche Bühne geboten, schimpft sie in der Bild.de. Der Tag wird kommen, an dem wir alle ignoranten Unterstützer beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden. Dafür lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe. https://txv6d5fz2t5uwe-junge, Mitglied des Landtages, @uwe_junge_mdl29. Dezember 2017 und weitere Konsequenzen drohen. Der Auftritt des AfD-Politikers Uwe Junge wird aller Voraussicht nach dem WDR-Rundfunkrat in seiner nächsten Sitzung am Freitag beschäftigen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Thema in der Sitzung angesprochen wird, sagte die Geschäftsführerin des Kontrollgremiums, Claudia Reischauer, im Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, Mittwochsausgaben. An der Rundfunkratssitzung werde auch WDR-Intendant Tom Buro teilnehmen. Der WDR wies die Kritik an Junges Anladung zurück. Die zentrale Frage bei der Einladung von Gästen lautet stets: Wer hat Relevantes zu diesem Thema zu sagen? Teilte eine Sendersprecherin dem RND mit. Beim aktuellen Thema war die größte Oppositionspartei im Bundestag von besonderer Relevanz. Und Herr Junge wiederum ist als Vorsitzender eines Landesverbands eine relevante Person innerhalb seiner Partei. Doch es gibt auch andere Stimmen. Kirchentagspräsident und SZ-Journalist Hans Leyendecker hält es für notwendig, dass politische Toxendungen auch AfD-Vertreter zu Wort kommen lassen. Eine Talkshow sei kein Kirchentag, schreibt Leyendecker in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung, Mittwoch. Eine Talkshow, die niemals einen Vertreter der größten Oppositionspartei einladen würde, wäre eine noch komischere Veranstaltung als sie es in den Augen vieler Kritiker ohnehin schon ist. Der Journalist äußert sich in dem Beitrag zu der Debatte um die Einladung des AfD-Politikers Uwe Junge in die ARD-Sendung Hart aber fair am Montag. Hart aber fair. Plasberg empört ARD-Zuschauer nach Bericht vom 2. Juli 2019. Aus Hass, Parolen und Morddrohungen seien Taten geworden, sagt Frank Plasberg zu Beginn seines
ART Talks hart aber fair am Montag. Das Thema der Sendung, aus Worten werden Schüsse. Wie gefährlich ist rechter Hass? Hat mit. Blick auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, grausame Aktualität. Der Titel spielt auch auf die Rhetorik von Rechtspopulisten an. Nicht nur von rechts drohende Gefahr, relativiert der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, Uwe Jung, dass ein AfD-Politiker bei diesem Thema eine Plattform erhält, hat bereits im Vorfeld der Sendung im Netz zu massiver Kritik geführt. Auch nach der Sendung wird der Moderator Klaas Berg stark kritisiert. Er sei mit dem AfD-Politiker auf Kuschelkurs gegangen. Habe kaum nachgehakt und Jung extrem viel Raum gegeben, um die AfD von jeglicher Schuld. An der Verrohung der Debatte freizusprechen. Hart aber fair, das war die komplette Katastrophe et arbe. Plasberg als Stichwortgeber von Jung und entschuldigt sich am Ende noch, falls es doch ein bisschen hart gewesen sein soll. Ed Harterberg feiert Plasberg, Mitarbeiter des Monats der AfD Claudius Zier, Ed Claudius Unterstreichung Zier, 1. Juli 2019 Prognose. 2020 wird Plasberg als AfD-Vertreter regelmäßig bei Maischberger eingeladen. Moritz Hürken, Ed Harterberg, 30. Juni 2019 Uwe Junge von der AfD beharrt aber fair, auch er sei angegriffen worden, erinnert Junge in der Show. Er erlitt dabei ein Hämatom unter einem Auge und an einem Schienbein. Menschen mit Meinung leben gefährlich, so Junges Konklusion.